Wenn man sich anguckt, welche Rolle Fußball und die Gründung von Fußballvereinen überhaupt schon immer in der Geschichte von Migration nach Deutschland spielt, dann kann man sich angucken, wie in den 70er, 80er Jahren diverse Fußballvereine aus der sogenannten Gastarbeitermigration herausstehen und damit aber auch ein Stück soziale Heimat im Land, wo man ankommt, sozusagen bildet. Und auch das hat mit Demokratie zu tun, weil es Teilhabe ist und weil es auch wieder Alltagskultur ist. Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Heute reden wir natürlich wieder über das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt aus der Perspektive des Sports. Dazu sind wir zu Besuch bei Robert Klaus. Hallo Robert, danke, dass du Zeit für uns hast. Hallo, danke für die Einladung. Würdest du dich bitte einmal vorstellen? Ich heiße Robert Klaus, arbeite seit vielen Jahren zu den Themen Vielfalt und Antidiskriminierung im Sport. Damit ist es auch verbunden, das Thema Gewalt, das Thema Rechtsextremismus. Und wenn ich Sport sage, dann muss man sagen, vorrangig Fußball und Kampfsport. Wenn ich jetzt an den Begriff Sport denke, muss ich gestehen, habe ich nicht Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt assoziiert. Würdest du uns einmal bitte erklären, welchen Zusammenhang und welche wichtige Rolle der Sport tatsächlich dann einnimmt in der Frage der Demokratie? Sport nimmt ganz verschiedene Funktionen ein tatsächlich für Demokratie und Demokratievermittlung. Man kann damit anfangen, dass in Sportvereinen demokratische Werte vermittelt werden. Da geht es vor allem um den Umgang miteinander. Also wie respektvoll geht man miteinander um? Welche Werte spielen Fairness und Toleranz füreinander? Wie inklusiv sind auch die Vereine aufgestellt? Ne, gibt es zum Beispiel eben in einem Fußballverein, gibt es da nur jungen Fußball oder gibt es eben auch Fußball für Mädchen? Gibt es Sportangebote für Menschen mit Behinderung? Das sind alles Fragen von Teilhabe und Repräsentation. Denn letztendlich ist Demokratie nicht viel wert, wenn Menschen einfach nicht mitmachen dürfen. Und ganz wichtig am Sport ist, dass wir über Alltagskultur reden. Wir reden also über Orte, über Sportvereine, wo sich Menschen treffen, wo sie sich austauschen, niedrigschwellig miteinander in Kontakt kommen, ohne große Barrieren. In den meisten Sportvereinen zahlt man 10, 15 Euro Mitgliedsbeitrag und wenn man sich es nicht leisten kann, wird es vom Amt her übernommen. Das heißt, können sehr viele Leute mitmachen. Und es ist auch deshalb Teil einer Alltagskultur für viele Menschen, weil sich über Sport Freundschaften bilden, Netzwerke bilden. Wer hilft einem beim Umzug? Letztendlich vielleicht auch sein Fußballteam. Also sozusagen, da bildet man Gemeinschaft drüber und da hat Sport eine riesige soziale Integrationskraft, wahrscheinlich sogar die stärkste in dieser Gesellschaft. Jetzt hast du gesagt, dass in Vereinen demokratische Werte auch vermittelt werden. Ich habe auch ewig im Fußballverein gespielt und hatte den Eindruck, dass wenn diese Werte vermittelt werden, dann nicht bewusst, sondern dass es einfach so passiert ist, auf eine natürliche Art und Weise. Teilst du meinen Eindruck oder ist es heute vielleicht anders als vor 25, 30 Jahren, dass ein anderes Bewusstsein für diese Werte vorhanden ist und dass es auch Personen gibt, die diese Werte bewusst vermitteln wollen? Ja, das widerspricht sich ja nicht. Also was wir bei Fußballvereinen auch aus der Forschung ganz oft wissen, ist, dass es an den Akteuren hängt. Das heißt, ganz zentral sind die Trainer, was die vorleben, wie die mit ihrem Team umgehen. Und das macht einen Unterschied, ob ein Fußballtrainer sein Training im Grunde quasi militaristisch ausrichtet. Heißt, da gibt es dann Strafen. Wer dreimal eine Ecke verschießt, muss jetzt 20 Liegestütze machen und wer die nicht schafft, muss 30 hinterher schieben. Das ist dann sozusagen eher militaristisches Training sozusagen. Oder herrscht auch ein respektvoller, wertschätzender Umgang miteinander. Ganz zentral finde ich zum Beispiel immer die Frage, macht ein Trainer oder eine Trainerin vor einer Saison mit dem Team, gerade bei Jugendteams, vielleicht mal eine Gesprächsrunde zur Frage, was versteht ihr unter Fairness und Respekt? Finde ich grundlegend wichtig. Weil es hat, ne, da diskutiert man, wie man intern miteinander umgehen will und man diskutiert auch darüber, wie man mit dem Gegner umgehen will, wie will man auftreten. Dauert eine Stunde, kann jedes Team machen, braucht man überhaupt kein Geld für, hat aber eine Grundlage gelegt dafür, dass sich ein Team sozial verständigt. Und hast du den Eindruck, dass das heute häufiger passiert als vor vielleicht 30 Jahren? Ich glaube, es passiert häufiger, aber immer noch nicht genug. Okay. Was die Verbände ja machen mittlerweile, ist ja, dass sie versuchen, auch in den Trainerausbildungen, Trainerinnenausbildungen darauf hinzuwirken und solche Hinweise zu geben. Also kann man verschiedene Dinge dran kritisieren. Ich glaube, man kann das auch immer noch ausbauen. Der ganze soziale Aspekt sollte in den ganzen Ausbildungen eine noch größere Rolle spielen. Ein zweites Problem ist, dass eben nicht alle Übungsleiter auch wirklich so einen Trainerschein machen. Also die Frage, wen man erreicht, ist natürlich damit nicht beantwortet. So. Und ich kenne das aus meiner eigenen Fußballbiografie. Ich hatte auch Trainer, die haben mit dem Schimpfwort schwul nur so um sich geworfen. Das hat natürlich mit einer demokratischen Alltagskultur nichts zu tun, weil, welch Wunder, schwule
jugendliche schwule Jungs an der Stelle, wir hätten sich in diesem Team nicht wohlgefühlt. Mhm. Dann ist auch kein wertschätzender Umgang, wenn du deinen eigenen Spieler beschimpfst, dass, ich wiederhole es jetzt nicht fünfmal, ne, dass er, wenn du deinen eigenen Spieler beschimpfst, weil er gerade einen Elfmeter verschossen hat. Mhm. So, da stellen sich für Sport aber auch ganz schwierige Herausforderungen, weil einerseits merkst du ja schon, ich habe hier auch so einen pädagogischen Anspruch an Trainerinnen, gleichzeitig reden wir über Ehrenamt, an das man nur schwierig professionelle Ansprüche lösen kann. Das heißt, diese ganze Frage von wer ist professionell, wer ist Ehrenamt, die ist schwierig aufzulösen, aber ganz fundamental wichtig. Lass mich nochmal nachfragen, ob diese positive Entwicklung, die du jetzt gerade so ein bisschen skizziert hast, ist die jetzt so weit fortgeschritten, dass wir sagen, wir haben schon ein richtig gutes Stück geschafft oder stecken wir noch in den Kinderschuhen? Also wie viel Luft ist da noch nach oben? Jetzt überlege ich nach der richtigen Metapher. Ich kann, glaube ich, erstmal nur festhalten, dass es beides noch gibt. Also ich bin regelmäßig auf Fußballplätzen und gucke mir auch Trainings an und ich sehe beides. Also ich sehe Trainer, die selbst mit 7-8-Jährigen Liegestütze trainieren und irgendwie Krafttrainings verordnen, die dem Alter überhaupt keinen Sinn machen, die teilweise auch als Strafe anwenden. Und ich sehe Trainer, die ein sehr feinfühliges Gespür dafür haben, wie ein Team funktioniert, wie man auch mit Jugendlichen umgehen muss, um sie nicht nur sportlich, sondern auch in ihrer Persönlichkeit zu fördern. Ich glaube, wir haben beides. Insofern liegt alles dran, den positiven Teil davon weiter zu fördern. Und reden wir, wenn es um die Vermittlung von demokratischen Werten geht, immer über Mannschaftssportarten oder gilt das auch für Individualsportarten? Es gilt auch für Individualsportarten, weil der Begriff deutet was Falsches an. Also es gibt Teamsportarten und Sportarten, die man alleine macht, aber auch ein Einzelsportler hat ja ein Team und einen Trainer um sich. So, und oder trainiert mit 30 anderen oder zusammen. Oder trainiert mit 30 anderen zusammen. Genau, und dann, ja, sozusagen, dann kommt denen dieselbe Wertevermittlung, dieselben, ja, Fragen des Umgangs miteinander. Und also gibt es da überhaupt keinen Unterschied oder kann man trotzdem feststellen, dass einfach Mannschaftssportarten, weil sie darauf ausgelegt sind, dass man einfach mit größeren Gruppen unterwegs ist, dass die geeigneter dafür sind als Individualsportarten? Und das ist ein Klischee in meinem Kopf. Ich überlege gerade, ob ich sage, es ist beides, weil ich glaube, also beziehungsweise auch das Forschung, legt Forschung nahe, dass Teamsportarten mehr dazu angetan sind, sozusagen, wenn sich im Team auch als soziale Sphäre auszutauschen und dementsprechend auch im Umgang miteinander mehr schult. Was es aber trotzdem gibt, und deswegen ist meine Antwort jetzt beides, es gibt aber auch das im Grunde zum Stereotyp geratene Phrase, dass Sport an sich schon soziale Arbeit sei. Mhm. Was halt wirklich nicht stimmt. Mhm. Wir müssen, wenn wir über Sport reden, immer, und das gilt für jede Sportart, über Risiken und Potenziale reden. Mhm. Und Risiken, Potenziale fangen wir da an. Potenziale heißt, du lernst einen respektvollen Umgang mit Menschen, du lernst über Sieg und Niederlage, wie du damit umgehst. Du lernst auch eigene Leistungsansprüche an dich zu legen und sozusagen sie umzusetzen, was körperliche Bewegung und damit ja auch kognitive Bewegung, das sind alles Potenziale von Sport. Die Risiken, und die gehen aber auch nie weg, ist immer, dass du ein übersteigertes Konkurrenzdenken einnehmen kannst, dass du in diesem Konkurrenzdenken andere abwertest, im Zweifelsfall immer homophob oder sexistisch, es geht auch immer gegen sozusagen Menschen, die als schwächer gelesen werden, dass es sich in Gewalt steigert, das sind alles Risiken und ich glaube, wir tun gut daran, immer beides zu beleuchten, weil selbst wenn auch ich manchmal über diese negativen Sachen rede, dann tue ich das nicht, um Sport zu verreißen, sondern weil ich mir ganz sicher bin, wenn wir diese negativen Sachen besser reflektieren und Methoden entwickeln, um damit umzugehen, dann machen wir Sport besser. Und dafür ist dieser Vorschlag, den ich gebracht habe, macht eine Stunde einen Workshop, redet über Fairness. Macht es nicht nur irgendwo, sondern nehmt euch mal den Raum dafür. Da fällt mir ein Beispiel. Das ist ein ganz einfaches Mittel, um genau diesen Gefahren zu begegnen. Also ganz interessant, da fällt mir das Beispiel ein, wenn du sagst, dass es ja schwierig ist, sich mit meinem Gegenüber zu solidarisieren, wenn ich mein Gegenüber eigentlich besiegen will. Mhm. Gerade im Kampfsport habe ich das als Zuschauer häufig gesehen. Man haut sich auf die Rübe, aber nachdem der Kampf vorbei ist, ist sofort eine Umarmung da und eine sportliche Solidarität, die mich oft am Anfang überrascht hat. Also wie kann ich jemandem sozusagen so nah sein und habe aber vor 2 Minuten Schläge von ihm bekommen oder habe Schläge verteilt? Ist das etwas, was im Kampfsport, wenn wir jetzt zu dem Beispiel kommen, etwas, was häufiger thematisiert wird und deswegen funktioniert? Weil beim Fußball habe ich das zum Beispiel selten erlebt. Ich will ja mein Gegenüber unbedingt besiegen und das schafft schon automatisch eine Distanz. Das stimmt und da liegt ein Unterschied in den Sportarten. Ne? Im Fußball besiege ich den Gegner, indem ich ihn überspiele und ein Tor schieße, aber ihm sozusagen
physisch ihn eigentlich nicht schädige. Im Kampfsport ist das Ziel ja, deinen Gegner physisch zu schädigen. Du willst ihn kampfunfähig machen. Das ist so, dadurch gewinnst du einen Kampf. Oder du gewinnst nach Punkten, aber die gewinnst du ja nur dadurch, dass du den Gegner Aber müsste diese triffst. Körperliche Auseinandersetzung nicht eine noch größere Distanz schaffen als das spielerische Überwinden meines Gegners? Wenn ich dir weh tue? Genau, ich glaube genau nicht. Also sozusagen, ich glaube, es ist eher psychologisch nachweisbar sozusagen, wie intensiv diese Kampfsituation ist, was für eine körperliche Grenzerfahrung das ist, weil man sich körperlich so nahe kommt, weil man so viele auch tatsächlich Affekte, Emotionen und Energien freisetzt und das ist das ganz Wichtige, gerade bei den extremeren, also schädigungsorientierteren Kampfsportarten, die wissen beide, was sie sich gegenseitig antun können. Mhm. Die wissen ganz genau, der andere ist auch da, um mich jetzt um das Licht, also nicht auszulöschen, ich meine nicht im Sinne von töten, aber um mir Knockout zu verpassen. Mhm. Die wissen also beide, der andere ist auch, der hat genauso lange wie ich wochenlang darauf trainiert, jetzt hier zu stehen und mich K.O. zu schlagen. Das heißt, sie sind sich ja alle beide bewusst. Ich verstehe dein Leid. Wie gewaltvoll der andere ist. Und durch dieses Verständnis entsteht eine Nähe? Ja, weniger das Leid, glaube ich, sondern auch der Respekt davor. Der andere kann mir krass was antun und ich kann ihm was antun. Und daraus resultiert, glaube ich, auch eine körperliche, physische Anspannung, die sich in diesen Umarmungen, die sieht man nämlich total oft, das ist gar keine Ausnahme, die entlädt sich danach. Die sind auch froh, aus dieser ganz geballten Situation wieder rauszukommen und dann sozusagen auch, ich glaube ich, ein Stück weit selber auch zu erleichtern damit. Und deswegen deswegen ist es ganz interessant, es gibt ja eine Debatte darum, ob zum Beispiel Mixed Martial Arts Sport ist oder nicht. Mhm. Der DOSB hat 2009, also der Deutsche Olympische Sportbund hat 2009 ein Papier verfasst, was bis heute Gültigkeit hat, Klammer auf, auch wenn es intern kritisch diskutiert wird, Klammer zu, wo sie sagen, Mixed Martial Arts ist die Pervertierung der Werte des Sports. Kannst du kurz damit mit zwei Sätzen erklären, was Mixed Martial Arts ist? Also Mixed Martial Arts würde übersetzt sowas heißen wie gemischte Kampfkünste, gemischte Kampfsportarten. Damit ist auch schon viel benannt. Es treten halt nicht nur zwei Boxer gegeneinander an, die dann eben nur schlagen dürfen. Judo-Kämpfer gegen Karate. Es tritt ein Ringer gegen einen Judoka an. Es tritt jemand an aus den Thai-Boxen gegen einen Ringer. Und im Grunde ist das Spezifikum am Mixed Martial Arts, dass sowohl Griffe als auch Schlag- und Tritttechniken und Bodenkampf erlaubt ist. Deswegen geht Mixed Martial Arts im Gegensatz zu sehr vielen anderen Sportarten auch weiter, wenn einer steht und einer liegt. Ja. Und das finden sozusagen Sporttraditionalisten moralisch schwierig. Ich habe im Feld eher die Wahrnehmung, dass die Leute höchsten Respekt voneinander haben, weil sie genau wissen, dass, wie ich schon sagte, dass der Gegenüber total kampf- und gewaltfähig ist und dass der dafür wochenlang trainiert hat, eben sozusagen mit allen Techniken auf den Gegner auch loszugehen. Und deswegen spielen solche fast schon ritualhaften Respektbekundungen eine ganz große Rolle dort. Ich finde das sehr interessant. Ich halte für mich fest, je größer das Bewusstsein für mein Gegenüber, desto einfacher kann ich sozusagen empathisch sein. Und beim Fußball ist vielleicht die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und ich weiß nicht, ob es Empathie ist, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es nur ein Platzhalterbegriff, aber zumindest habe ich ein Bewusstsein für meinen Gegner, anscheinend beim Kampfsport, stärker ausgeprägt als beim Fußball, wo ich mich mehr mit mir, meiner Mannschaft, mit der Taktik und so weiter und so fort auseinandersetze und weniger mit meinem Gegner, der einfach nur erstmal XY ist und ich will diesen Gegner sozusagen schlagen. Und das sind ja ganz viele und deswegen auch für mich vielleicht nicht so greifbar wie eine Person, der ich sozusagen in die Augen schaue. Finde ich ganz interessant. Lass mich bitte nochmal einen neuen Begriff mit einbringen. Wenn wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen, und das ist uns, dem Spielfeld Gesellschaft, immer sehr wichtig, dann ist natürlich in den letzten 7 Jahren durch zwei große Krisen, die wir assoziieren, einmal die Krise, die durch den Syrienkrieg ausgelöst wurde und dann die Corona-Krise, oft natürlich debattiert worden, was es mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt gemacht hat oder immer noch macht. Und da würde ich gerne wissen, wenn du aus der sportlichen Perspektive auf diese Krisen schaust, was assoziierst du mit dem Begriff und was würdest du mit dem Begriff von Krise. Mit dem Begriff von Krise in Zusammenhang bringen, wenn es im Kontext des Sports betrachtet wird. Das ist eine sehr große Frage. Aber mich interessiert, was dir als erstes einfällt, wenn du darüber nachdenkst. Ja, ich finde es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass die erste Krise ja durch den Krieg in Syrien ausgelöst wurde. Siehst du das anders? Ich sehe das nicht anders, sondern ich finde es interessant, auch die Begriffe mal zu bedenken, weil normalerweise wird diese Krise im deutschen Diskurs als sogenannte Flüchtlingskrise bezeichnet. Ich finde diesen Begriff ganz schrecklich, weil er nahelegt, dass die Flüchtlinge die Krise wären oder der Verursacher der Krise. Das ist meines Erachtens Unsinn.
Ich glaube, was wir eigentlich hatten, war eine Krise der deutschen Verwaltung, die mit den gestiegenen Geflüchtetenzahlen nicht zurande kam. Und das gepaart mit einem gesellschaftlichen Rassismus. Das ist die eigentliche Krise, ja. Nicht die Flüchtlinge. Robert, welche Rolle hat denn der Sport in diesen Krisen eingenommen? Also die Landessportbünde und der DFB haben meines Erachtens eine gute Rolle gespielt, auch der DOSB, weil sie Programme aufgelegt haben, um Sportangebote für Geflüchtete zu machen. Und ganz konkret hat der DFB, bei allem, was man an ihm kritisieren kann, ein großes Programm aufgelegt, um Vereine zu unterstützen, mit kleinen Summen Sportteams zu finanzieren. Das heißt sozusagen, der Fußball war dort ein großer, tatsächlich Integrationsmotor. Haben Trainer ausgebildet, haben Material zur Verfügung gestellt und haben auch sozusagen auch das ganze Pass- und Meldewesen, was ja immer so wichtig ist. Also jeder Spieler braucht einen Pass und muss nachweisen, wie alt er ist und wo er herkommt. Das haben die versucht, unkomplizierter zu gestalten, damit Menschen möglichst schnell im Fußball mitspielen können und damit auch eine soziale Heimat finden. Da war Fußball stark. Funktioniert das so schnell und so gut, weil die Strukturen schon lange gegeben sind und die Mechanismen klar sind? Oder warum hat der Sport da vielleicht einen kleinen Vorteil der Politik gegenüber oder anderen Bereichen gegenüber? Der Sport hat den Vorteil, dass er über lange Jahre gewachsene Strukturen hat. Dass er überall Landesverbände hat, das heißt, er hat es einfach gesellschaftlich etabliert. Er lebt von Ehrenamtlichkeit und es war vor allem der politische Wille in der Verbandsspitze da. Das muss man auch sagen, dass da eine klare Entscheidung und ein Bekenntnis getroffen wurde. Man will zur Integration von Geflüchteten beitragen und dementsprechend wurden diese Programme aufgelegt. Nur dann geht es auch, wenn der Unterbau da ist und die Führungsspitze mitmacht. Also Sport als Positivbeispiel, wie man es nutzen kann, um Dinge zu beschleunigen, die wichtig sind, gerade in der Gesellschaft. Genau. Das jetzt hat ja übrigens auch eine lange Geschichte, ne? Wenn man den Blick nochmal wagen darf. Wenn man sich anguckt, welche Rolle Fußball und die Gründung von Fußballvereinen überhaupt schon immer in der Geschichte von Migration nach Deutschland spielt, dann kann man sich angucken, wie in den 70er, 80er Jahren diverse Fußballvereine aus der sogenannten Gastarbeitermigration herausstehen und damit aber auch ein Stück soziale Heimat im Land, wo man ankommt, sozusagen bildet. Und auch das hat mit Demokratie zu tun, weil es Teilhabe ist und weil es auch wieder Alltagskultur ist. Und dieser Begriff Alltagskultur, den finde ich bei Sport so wichtig, weil es geht nicht immer nur um Profisport, sondern es geht darum, wie Menschen im Alltag zusammenkommen und ihr soziales Leben organisieren. Ich finde die Positivbeispiele sehr wichtig. Möchte aber auf ein Negativbeispiel zu sprechen kommen. Du hast ein Buch geschrieben, Ihr Kampf. Das assoziiert bei mir so als ersten Buchtitel natürlich Mein Kampf von Adolf Hitler. Nationalsozialistisch. Ist nicht zufällig. Natürlich. Ist nicht zufällig. Du hast auch schon über die rechte Szene gesprochen. Jetzt ist es so, dass du in deinem Buch beschreibst, wie die Neonazis den Kampfsport instrumentalisieren, um ihn für sich zu nutzen. Könntest du da bitte nochmal einleitend erklären, was passiert in Krisenzeiten und wie sehen Eskalationsstrategien von Neonazis aus, indem sie eben den Kampfsport instrumentalisieren? Genau, darum geht es in dem Buch ja auch in der Einleitung. Vielleicht ein, zwei Sätze vorneweg. Wir müssen uns immer bewusst machen, dass das rechtsextreme Ideologie, nationalsozialistische Ideologie immer gewaltvoll ist. Es geht immer darum, Menschen in Hierarchien einzukategorisieren, immer Leben als Kampf zu interpretieren und demzufolge gibt es auch eine wirklich unfassbar lange Geschichte an rechten Gewalttaten und rechten Gewaltaufrufen. Aus der Perspektive ist es gar nicht überraschend, dass Nazis Kampfsport betreiben. Das tun sie auch schon viele Jahrzehnte. Boxen war schon im Nationalsozialismus wichtig. Was neu ist in den letzten Jahren ist, dass Neonazis seit ungefähr so 10, 12 Jahren versuchen, daraus auch Geld zu machen. Das heißt, sie haben eigene Firmen gegründet, eigene Events gegründet, die auch als Marken eintragen lassen. Sie haben ein Business drum gebaut mit Fitnessstudios. Sportevents und Sportmarken? Kampfsportmarken, Kampfsportevents, Fitnessstudios, Proteinhandel, alles, was dazugehört, sozusagen. Damit verdienen Neonazis heute Geld. Und darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Entschuldigung. Klar. Sie müssen ja aber auch Abnehmerinnen und Abnehmer finden. Kaufen die Leute das dann unbewusst? Also kaufe ich irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel und weiß jetzt nicht, dass ich irgendwelchen Nazis damit bei der Finanzierung helfe? Oder ist das Netzwerk so groß, dass der Kauf untereinander, also das Unterstützen untereinander reicht, um sich so stark finanziell aufzustellen? Ja, das interne Netzwerk ist nicht so riesig zum Glück. Es gibt nämlich beides. Es gibt Firmen, die tatsächlich auch als nationalsozialistisch zu erkennen sind, weil sie nur in diesen Kreisen verkehren.
und dementsprechend ihren Absatz auch nur dort haben. Wäre es okay, wenn wir ein paar benennen? Ja, klar, können wir ein paar benennen. Also es gibt zum Beispiel das Label Pride France, das kommt eigentlich aus einer französischen Neonazi-Szene, ist in Deutschland aber sehr etabliert. Es gibt die Kampfsportorganisation Kampf der Nibelungen, die aber auch als Kleidungslabel agiert. Das heißt, die verkaufen so T-Shirts und Taschen und Pullover von sich. Aber wahrscheinlich nur im Netz? Ja, größtenteils im Netz. Okay. Es gibt manchmal eben Kampfsport-Events, wo sie dann auch einen Stand hatten. Aber der Großteil ist online. Es gab die russische Firma White Rex, zu Deutsch Weißer König, die eigentlich der Vorreiter in ganz Europa war über die letzten 10, 15 Jahre. Die auch Sponsor beim Kampf der Nibelungen war. Also es ist ein sozusagen überschaubares Netzwerk von Organisationen, die sich diesem Kampf der Nibelungen zugehörig gefühlt haben, und wo ich jetzt ihn schon mehrfach erwähnt habe, der ist deshalb so wichtig, weil er im Grunde ums Jahr 2018 herum mit ungefähr 1000 Zuschauern im sächsischen Ostritz zum größten Kampfsport-Event der Neonazi-Szene in ganz Europa heranwächst. Also wir reden da nicht nur von irgendwie Hinterhofveranstaltungen, sondern von eben großen Fight Nights. Über vierstellige Zahlen? Fast 1000 Zuschauer. Okay. Eher so 900 rum, okay. Also fast vierstellig. Aber deine Frage war ja, wie die Wirtschaftsstrategien sind. Also es gibt diese klaren Neonazi-Firmen, ja. Es gibt aber auch den Versuch, und da können wir auch eine Firma nennen, ja, Label bitte. 23 aus Cottbus, ist, würde ich sagen, einer der erfolgreichsten Versuche, aus der extrem rechten Hooligan-Szene in Cottbus heraus ein Kleidungslabel zu betreiben, was einerseits mit so spartanischen Helmen spielt, also immer so ein bisschen mit so militärischer Männlichkeit als Symbolik spielt, aber deutlich versucht, nicht nur in der Neonazi-Szene Geld zu verdienen, sondern auch darüber hinaus. So, das heißt sozusagen, im Grunde ist das Zielpublikum von Label 23 alle Menschen, die sich irgendwie gewaltaffin im Umfeld von Fußball bewegen, sind damit deutlich größer. Das heißt, wir haben beides. Wir haben diese U-Boot-Strategie und wir haben die ganz klar offene NS-Strategie. Ach so, das passiert also jetzt schon Sportkategorien übergreifend. Ja. Also aus der Kampfsport-Szene heraus ein Label gründen, um in allen sportlichen Bereichen, wo es passen könnte, Kohle damit zu machen? Vielleicht nicht in allen, aber es gibt eine Verbindung zwischen Fußball und Kampfsport und die heißt Hooliganismus. Okay. Was passiert dann mit dem Geld? Damit werden politische Aktivitäten finanziert von den Kadern. Beziehungsweise ein Teil fließt natürlich zurück, um die Marke aufrechtzuerhalten, neue Kollektionen zu entwerfen. Ja. Aber letztendlich muss man sagen, dass die Kader dieses Kampfsportes in der extremen Rechten sind alles auch politische Kader, die es verstanden haben, einen Wirtschaftsbetrieb und eine politische Ideologie Hand in Hand gehen zu lassen in allem, was sie tun. Ja. Ich frage jetzt ganz naiv, du darfst mich auslachen. Nein, das werde ich nicht tun. Beim Fußball, wenn im Stadion mittlerweile, würde ich jetzt behaupten, da kannst du mich auch korrigieren, dass es tendenziell nicht mehr möglich ist, wie vor 20, 30 Jahren ekelerregende Affengeräusche zu machen, wenn zum Beispiel ein schwarzer Fußballprofi am Ball ist und so weiter und so fort, dass das nicht mehr geht. Also dass es ist zumindest viel weniger geworden. Genau, also dass die Akzeptanz nicht da ist und dass sich Vereine klar davon distanzieren etc. Also da fallen mir jetzt viele positive Sachen ein. Ich komme aus Braunschweig und ich weiß, dass es im Eintracht Braunschweig Stadion Gott sei Dank nicht mehr so ist wie vor 20 Jahren. Jetzt frage ich mich, wo finden denn diese rechten Kampfsportvereine überhaupt die Bühne? Also wo finden sie denn die Akzeptanz? Ich kenne mich mit Kampfsport nicht aus, aber gibt es da auch nicht eine klare Distanzierung, dass man sagt, wir wissen, dass ihr ein Neonazi-Verein seid und ihr dürft nicht mitkämpfen, ihr seid ausgeschlossen von Wettkämpfen. Bin ich da naiv oder warum funktioniert das da nicht so wie zum Beispiel beim Fußball? Ja, das waren jetzt auch ein bisschen zwei Fragen in einer. Ne? Also das eine war die Fußballfrage, da würde ich sagen, da sehen wir in der Fußballlandschaft, dass das sollte nur ein Vergleich sein, dass sie enorm ausdifferenziert ist. Das kann man aber noch mal kurz festhalten. Wir sehen Vereine, die sich seit vielen Jahren gegen Rechtsextremismus engagieren und da klare Haltung bezogen haben, entsprechende Prävention und Fanarbeit betrieben haben und sich da auch gut entwickelt haben. Beispiel Werder Bremen. Da hat sich vieles zum Guten gedreht. Und es gibt Standorte im deutschen Fußball, wo leider das Problem von rechtsextremen Hooligans nach wie vor existiert. Da können wir nach Cottbus gucken, zum BFC Dynamo nach Berlin. Wir können nach Chemnitz gucken, die dort im Grunde weiterhin nahezu ungehemmt agieren können. Und wo sie Weil der Verein sich nicht davon distanziert? Nee, nicht glaubhaft, nicht konsequent und vor allem es auch viele Jahrzehnte nicht getan hat. Okay. Das Problem ist erstmal, wenn sich da eine Szene etabliert hat, dann ist es sehr schwierig, sie wieder loszuwerden. Also, verstehe. Langfristige Prozesse. Und wenn wir jetzt zum Kampfsport kommen, dann sehen wir eine
zumindest grob ähnliche Aufteilung. Ne? Die haben wir im Grunde überall im Sport. Wir haben einerseits Organisationen, Kampfsport, Events, die sich ganz deutlich von Neonazis und übrigens auch Dschihadisten, auch ein Thema im deutschen Kampfsport, abgrenzen. Die sagen, wir wollen politische, extreme Ideologien, menschenfeindliche Ideologien hier nicht haben. Die dementsprechend auch Kleidungsmarken checken, die sich angucken, welche Einlaufmusik soll gespielt werden, welche Tattoos tragen die Leute, was posten die eigentlich auf Facebook. Das sind alles so konkrete Sachen. Na, viel Symbolik, also so kleine Details, ja, auf die man achten muss. Genau, und diese gibt es. Über die reinen Neonazi-Veranstaltungen haben wir gerade schon geredet. Das sind aber auch in den letzten Jahren nur zwei Stück gewesen. Der Kampf der Nibelungen und das sogenannte Tivats. Was wir im Kampfsport auch auf einer Profi-Event-Ebene haben, das muss man von Amateursport immer ja ein Stück weit unterscheiden, sind aber eine jede Menge Veranstalter, die, ich würde sagen, tendenziell aus gewaltaffinen Geschäftsmilieus kommen und keine Berührungsängste haben. Das heißt nicht, dass sie selber Neonazis sind. Das heißt aber, stehen vielleicht einer Rockergruppe nahe und haben auch kein Problem damit, einen Neonazi-Hooligan einzuladen, weil, und da kommen wir über, ne, da muss man sehr über gesellschaftliche Verantwortung von Sport sprechen, weil diese Leute halt sagen, naja, wir machen hier diese Halle, hier in dieser Halle wird nichts passieren außer Sport und weitere Verantwortung haben wir nicht. Würde ich immer kritisieren und sagen, nee, ihr habt eine weitere Verantwortung, weil, und es gibt diverse Kampfsport-Events, wo wir nachweisen können, ich nachweisen kann und auch in dem Projekt, in dem ich arbeite, das habe ich vorhin nicht erwähnt, Vollkontakt, Demokratie und Kampfsport, das ist ein Präventionsprojekt im Kampfsport, wo wir nachweisen können, dass verurteilte Straftäter auf Kampfsport-Events auftreten, dort Öffentlichkeit kriegen, dort Gagen verdienen und dass sie ihre Kampffähigkeiten aus dem Kampfsport nutzen, um zum Beispiel Fußballgewalt auszuüben oder auf politischen Demonstrationen Leuten zu verprügeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Kampfsport, den kannst du nicht trennen. Aber so, das verstehe ich nicht. Wie geht das, dass das akzeptiert wird? Wie kann es sein, dass... Weil es den Leuten egal ist. Warum ist es den Leuten egal? Weil die Kohle, die damit verdient wird, wichtiger ist? Weil die Kohle wichtiger verdient, die verdient wird, wichtiger ist und weil manchmal auch, wie soll man sagen, in männlicher Manier eine wirklich selbstherrliche Selbstüberschätzung herrscht. Ich habe mit mehreren Leuten Leute interviewt und die erzählen mir dann ganz oft ganz stolz, dass bei ihnen, dass sie schon hart gesottene Neonazis oder Rocker bei sich beim Training hatten und erzählt mir dann ganz stolz, dass bei ihnen im Kampfsportstudio aber nie was passiert sei. Sei immer alles fair und ruhig zugegangen. Und aber da drin liegt ein totaler Trugschluss, weil was die Leute unterschätzen ist, es gibt den Sportraum, Kampfsportstudio, da gelten Sportregeln und da gelten die Regeln des Gyms. Das ist sehr spezifisch. Und Leute werden sehr vermeiden, dass sie in ihrem Sportstudio, was ihnen, ich habe vorhin Alltagskultur gesagt, was ihnen im Alltag total wichtig ist, dass sie sich das zerstören und dass sie da nicht mehr hin dürfen. Das werden sie nicht tun. Das sagt aber überhaupt nichts über aus, ob sie nicht zur nächsten rechtsextremen Demonstration drei Städte weiterfahren und dort irgendwen verprügeln. Das heißt, Kampfsportstudios, wenn wir über Zusammenhalt, gesellschaftlichen Zusammenhalt reden, haben genau da eine Aufgabe, die sie viel zu wenig wahrnehmen, nämlich auch mal zu gucken, was tun eigentlich die Leute, die ich in Kampf ausbilde, ja, mit diesen Kampffähigkeiten außerhalb vom Studio. Soll ich dir ein ganz schlimmes Beispiel nennen oder willst du das nicht hören? Bitte, doch, ich will es hören. Ich muss an der Stelle vielleicht nochmal vorweg sagen, es geht ums Thema sexualisierte Gewalt. Ist ja auch für Zuhörer wichtig, vielleicht vorab mal zu sagen. Ich fand es ganz schrecklich. MMA Rostock ist halt ein MMA-Club und ich will nochmal sagen, nicht alle MMA-Clubs sind so. Martial Arts. Mixed Martial Arts. Genau. Und die haben im Herbst letzten Jahres auf ihrer Instagram-Seite einen Post gehabt, was ein Video war, wo ein Mann eine Frau in so einem Hotelzimmer so nimmt und aufs Bett wirft. Und oben drüber stand, nicht wortgemäß, aber sinngemäß der Slogan, wer Frauen nicht ins Bett bekommt, sollte heute zum Brazilian Jiu-Jitsu-Training kommen. Ich würde sagen, hier geht es um Vergewaltigung. Das hat nichts mit Zusammenhalt zu tun, sondern hier wird vermeintlich humorvoll, ne, humorvoll in ganz großen Anführungsstrichen, ja, damit geworben, Kampfsport zu nutzen, um irgendwie Frauen rumzukriegen, ins Bett zu kriegen, im Grunde sexualisierte Gewalt anzutun. Und diese Seite hat Sport halt auch. Und da gibt es keinen Aufschrei in der Szene und das wird gefeiert? Ich benutze dieses Beispiel wie auch heute öfters mal bei meinen Vorträgen und kriege sehr geschocktes Feedback. Ja. Also Leute, die sagen, ey, ich mache auch Brazilian Jiu-Jitsu und ich finde es total schrecklich, was dieses Beispiel gibt. Aber medialer Aufschrei oder so ist mir nicht bekannt. Das, okay.
Dafür ist die Medienlandschaft, glaube ich, auch ehrlich gesagt zu Fußball fixiert. Im Fußball hätte das sofort schon einen Aufschrei geführt. Ja. Wenn irgendein Fußballprofi das auf seinem Instagram-Account hat, ja, das ist immer, sofort einen Aufschrei. Das ist der Vergleich, den ich im Kopf habe. Wenn das alles, was du gerade erklärst, im Fußball passieren würde, dann wäre halt sofort eine Öffentlichkeit dafür da. Da wir zeitlich auf der Zielgeraden sind, möchte ich noch eine Sache aufgreifen, die du schon erwähnt hast, nämlich die Unterscheidung zwischen bewusstem Vermitteln von Werten, die demokratisch sind, in Vereinen, egal ob das jetzt Individualsportarten oder Mannschaftssportarten sind, und eben das, was vielleicht auch als Positivbeispiel unbewusst passiert. Aber anscheinend ist es ja wichtiger, eben vielleicht MultiplikatorInnen zu haben in Vereinen, die bewusst diese Werte vermitteln. Wenn du den Blick nach vorne richtest, was glaubst du, kann der Sport noch weiter ausbauen und nutzen, um eben diese positiven Beispiele, die du genannt hast, zu potenzieren, also zu verstärken und weiter auszubauen? Was muss noch allgemein passieren, damit wir lösungsorientierter an die Sache rangehen? Auch wieder eine große Frage, die du... Große Frage, ja. Ich würde es in mehrere Ebenen unterscheiden. Genau. Das eine ist, dass viele Sportvereine generell über einen Schwund an Ehrenamt klagen. Ich glaube, das hat viel mit Sozialpolitik zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass Menschen sich Ehrenamt in Anführungsstrichen nicht mehr leisten können. Das trifft besonders Menschen aus prekarisierten Bevölkerungsschichten. Darf ich an dem Punkt sofort ableiten? Da ist die Politik gefragt? Da ist Politik gefragt. Okay. Da ist Politik gefragt. Mal gucken, ob die jetzige Einführung des Bürgergeldes, ne, als sozusagen als Nachfolger von Hartz IV daran was ändern wird. Aber ganz konkret heißt das ja, wenn sich Menschen überlegen müssen, ich brauche 2 oder 3 Jobs, um überhaupt meine Wohnung zu finanzieren, klar, habe ich dann Samstag noch Zeit, bei meinem Kind irgendwie Teambetreuer zu sein? Das ist eine ganz einfache Frage, ne? Weil eine Woche hat 7 Tage und nachvollziehbar, nicht mehr, nicht weniger. Ja. Da ist Sozialpolitik gefragt. Was ich zweitens wichtig finde, ist, und das hat schon begonnen, ist, auch Dinge mehr miteinander zu verzahnen in den einzelnen Städten oder Kiezen. Es hat ewig gedauert, bis es Kooperationen zwischen Sportvereinen und Schule gab. Das ist eigentlich unverständlich, weil man ja eigentlich sagen würde, beide sind total wichtig für einen Stadtteil zum Beispiel. Und viele Gemeinsamkeiten. Ein funktionierendes Milieu, wo es sozusagen Treffpunkte gibt, wo es sozialen politischen Austausch gibt, wird immer auch Auswirkungen auf den Fußballverein haben, wie der funktioniert und welche Rolle wiederum der Fußballverein in diesem Milieu spielt. Das sind Wechselwirkungen. Deswegen finde ich es gut, dass es mehr auch verzahnt wird, dass wir kooperieren, dass Fußballvereine Anschlusszeiten, also Trainingszeiten in Schulen kriegen, dass Schulen mittlerweile Sport-AGs mit Fußballvereinen machen und so weiter. Das ist gut. Das ist spannend, ja. Und das Dritte ist, und ich glaube, da ist eben, wie gesagt, noch Luft, kleine, niedrigschwellige Maßnahmen zu entwickeln, um demokratische Werte bei Teams zu vermitteln. Und ich habe es vorhin eingangs kurz erwähnt, setz dich eine Stunde hin und redet über Fairness und Respekt und du hast eine Grundlage für die ganze Saison gelegt. Machen meines Erachtens die wenigsten. Kann man machen, braucht man keinen Euro für. Meinst du, das reicht aus, um den Effekt zu erzielen, den wir uns wünschen? Dass ich jemanden habe, der eine Stunde erzählt, was Fairness ist und... Nee, soll nicht jemand erzählen. Die Teams sollen sich darüber austauschen. Okay. Ne, man kann ja einen Workshop machen und sagen, so Leute, jetzt nehmen wir uns mal ein Blatt Papier und ihr schreibt einfach mal auf, was oder ihr sagt mal, was ihr unter Fairness und Respekt versteht. Mhm. Oder auch, wie ihr die Frage beantwortet, wie wollen wir mit uns und in unserem Gegner umgehen? Mhm. Dann hat man es aufgeschrieben, hängt man es in die Teamkabine und dann steht es da die ganze Zeit und alle können sich daran erinnern. Ob es ausreichend ist, kann ich dir so nicht sagen, aber es ist eine sehr einfache Maßnahme, weil was ich, wie gesagt, auch immer im Kopf habe, ist, Wir müssen Profi- und Amateurfußball unterscheiden. Profifußball kann einfach auch ein paar Leute anstellen, die eine Stiftung gründen und gesellschaftliche Verantwortung zu forcieren. Das sollten sie auch mehr tun. Teilweise tun sie es ja schon. Amateurfußball hat diese Gelder nicht. Das heißt, es braucht diese kleinen Maßnahmen, die eigentlich jeder durchführen kann, ohne eine spezielle Ausbildung zu haben und ohne einen Förderantrag zu schreiben. Robert, ich habe sehr viel gelernt. Dankeschön. Ich hoffe, die uns zuschauen, auch. Vielen Dank für deine Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön, bis bald. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.